Gefangen zwischen tausend Ängsten und medialem Dreck. Ich suche ein Draht zu dir, doch deine Augen glacken immer wieder weg. Ich will dir nur erklären, was schief läuft und warum du nachts nicht schlafen kannst. Und wieso du nicht mehr so ausgelassen durch die Wohnung tanzt. Es ist eine ekelhafte Welt geworden und nichts läuft mehr rund. Bei Leuten Kinderlachen nichts mehr erzählt und hinter Masken verstummt. Sie sehen aus wie lauter kleine Soldaten, gerüstet für die große Schlacht. Gegen einen unsichtbaren Feind, mit dem man so gut Kasse macht. Denn immer, wenn ich dir von früher erzähle, tut es weh. Weil ich dich um deine Kindheit betrogen sehe. Und solange es nicht endlich wieder gut wird, kämpfe ich gegen die Drachen an. Weil ich weiß, dass es auch für dich wieder wie früher werden kann. Doch wenn wir heute im Lande unterwegs sind, ich und mein Mädchen aus West-Berlin, dann frage ich nie, was ist das Ziel, wo geht die Reise hin? Und wenn mich irgendwann das Heimweh packen sollte, mein Zuhause hab ich immer neben mir. Und würde uns die Luft so dick, dann verschwinden wir. Es ist ein kleiner Schritt bis vor die Wohnungstür, und dann hat sich die Angst doch schon gelegt. Dafür ist es ein geiles Gefühl, man sich endlich bewegt. Lastenrad ist das Größte, was unser Land zu bieten hat. Wenn man zu uns befiehlt, stammen wir sogar noch mehr. Und was macht eigentlich der radikale Schüler des Koran? Ohne Auto kriegt er seine Bombe nie bis an die Menschenmenge ran, die arme Sau. Doch wie hat der Prophet schon gesagt? Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Und als die Kraft ihn verließ, fuhr er weiter bis ins Paradies. Und ich weiß, es kann's gerade noch gelingen. Und die gemeinte Ruhe lag in uns sehen. Dann werden die auch diesen Tag mal hinter uns bringen. Ich gestehe, manchmal packt mich der Zorn, sich in den Städten wieder schwarze Uniform. Doch dann denke ich mir, hinter jedem Visier steckt auch ein Gesicht. Ihr habt doch selbst eine Familie zu Haus. Was sagt die? Denkt mal ein bisschen voraus. Könntet ihr es ertragen, wenn eure Kinder euch fragen, warum handelst du nicht? Kommt mal rüber und legt eure Helme nieder. Denn wie sagt man so schön, böse Menschen haben keine Lieder. Und ich weiß, es kann uns gerade noch gelingen, wenn wir gemeinsam nur laut genug singen, dann werden wir auch diesen Tag alle hinter uns bringen. Dankeschön!